Ja gut, wir haben 13 Spiele gespielt und sind aktuell auf dem 3. Tabellenplatz. Das ist eine schöne, eine wunderbare Momentaufnahme für uns alle. Wir Fürther und unsere Fans und Sponsoren, glaube ich, können sehr stolz sein auf diese Truppe. Herr Leitl, vielleicht können Sie folgenden Satz für mich vollenden. 4 Tage Winterpause sind deutlich zu wenig. Aber in der Situation, in der wir uns alle befinden, war es einfach mal wichtig, einen kurzen Break zu haben, um kurz durchatmen zu können. Für die mentale Seite war es trotzdem auch anstrengend, weil insgesamt einfach die Saison anstrengend war. Mit diesen ganzen Tests, Schnelltests, PCR-Tests, immer schauen, dass dir nichts passiert, ne, dass du nicht irgendwie irgendwas mit reinträgst, was vielleicht dann deinen Erfolg gefährdet. Ja, das kann ja einfach sehr schnell passieren. Das ist natürlich ein psychischer Druck auch. Und trotzdem haben wir das immer mit ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und die Ergebnisse haben natürlich dazu beigetragen, dass da überhaupt gar kein Frust oder eine Winterdepression irgendwie eingetreten ist. Ich bin natürlich sehr froh oder wir sind froh, dass uns der Start ins neue Jahr mehr als gelungen ist, ja, mit einem Sieg. Man hat ja gesehen, wie St. Pauli nachher dann auch performt hat und dass sie da keine besonders gute Phase hatten, das ist klar. Das kam uns natürlich zugute. Auf der anderen Seite haben wir dieses Spiel sowas von beherrscht, ne? Ich glaube, wir hatten 24-1 Torschüsse oder zu 2, ich weiß gar nicht. Ja, und dann machen die mit einem Schuss 2-1 irgendwie aus 35 Metern. Ja, mein Fazit zum Spiel fällt relativ kurz aus. Ich glaube, wir haben insgesamt eine ordentliche bis gute Partie gezeigt. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und ich glaube auch, dass wir sehr dominant waren und auch spielbestimmend über die 90 Minuten. Aber wenn du dir 3 solche individuelle Fehler leistest, dann kannst du kein Spiel gewinnen. Das war heute leider der Fall so. Karlsruhe dieses Jahr war irgendwie 2-mal super unglücklich. In Karlsruhe dieses Spiel 3-2 zu verlieren, ist auch eigentlich nicht zu verstehen, muss man ehrlicherweise sagen. Auch da wirklich super dominant gewesen. Also ich bitte schon darum, mal ein bisschen realistisch das Ganze einzuschätzen. Ja. Wir sind die Spielvereinigung Greuther Fürth und wir spielen in einer sehr starken zweiten Liga und wir werden auch uns nicht in jedem Spiel x-beliebige Torchancen rausspielen. Ich glaube aber, dass die Jungs immer ihrem Weg treu geblieben sind oder unseren Weg und haben immer wieder versucht anzuschieben. Und ich glaube schon, dass wir sehr, sehr viele gute Situationen kreiert haben. Abschließende Frage, die erste Auswärtsniederlage seit einem Jahr. Mit welchen Gefühlen geht es jetzt nach Hause? Ja, gut. Was soll ich jetzt darauf antworten? Ist egal, ob jetzt eine Serie von einem Jahr zu Ende geht. Eine Niederlage fühlt sich, glaube ich, für einen Sportler generell nicht gut an. Und genau mit diesem Gefühl fahren wir auch nach Hause. Gegen Paderborn zu Hause auch, ich muss lügen, aber es waren 22-11 Torschüsse. Und Paderborn ist schon eine gute Mannschaft und trotzdem haben wir sie eigentlich beherrscht und auch offensiv sehr beherrscht und auch gar nicht so viel zugelassen. Und wir haben sehr, sehr viele schöne Tore gemacht, herausgespielte Tore. Mit einer Art und Weise, ich glaube, die Gegner wussten ja schon auch, wie wir Fußball spielen, ne? Welche Räume wir besetzen, wie wir angreifen. Wir haben ein super Positionsspiel gehabt, wir haben Tiefenläufe gehabt, wir haben aber auch Individualisten gehabt, die auch immer wieder mal alleine was machen konnten. Und bei dem Tor war es halt so, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, 45 Ballkontakte, ohne dass der Gegner dran war. Und der Ball ist dann irgendwie reingeflankt worden und der Sebi hat ihn dann irgendwie mit dem Kopf, glaube ich, sogar reingemacht. Und da haben wir ja ein paar davon gehabt, muss man sagen, wo wir von hinten heraus kombiniert haben, wo der Gegner vielleicht 30 Kontakte nicht am Ball war und wir zum Abschluss gekommen sind, das Ding war drin. Also das ist schon eine Art und Weise. Und ich glaube, das ist schon noch, was so ein bisschen hängen geblieben ist, auch bei allen anderen Menschen in der zweiten Liga oder nicht zweite Liga. Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, das war schon was Besonderes. Ja, eine Mannschaft, die vor allen Dingen in den letzten Wochen eine sehr gute Formkurve hat. Ja. Aus den letzten Spielen 6-mal gewonnen. Ich glaube, das spricht für sich. Eine sehr heimstarke Mannschaft. Wir sind nach wie vor die beste Auswärtsmannschaft und genau das gilt für uns einfach, diese Leistung, die wir auswärts auch in den vergangenen Monaten gezeigt haben, wieder auf den Platz zu bringen und dann wird es wieder ein gutes Spiel für uns. Du führst 2-0, dann kommen die zurück, dann führst du wieder 3-2 und dann schickt der 10 Minuten vor Schluss den Torwart nach vorne, also was ja im Grunde genommen nie einer macht und aus der Situation fällt dann das 3-3.
bin schon ein bisschen enttäuscht, dass wir diese beiden Führungen nicht nach Hause gebracht haben. Aber insgesamt ein tolles Spiel meiner Mannschaft. Dankeschön. Ja, es war wieder nur 1-0 und auch da, wenn wir wirklich was zu bemängeln haben, war einfach die Chancenauswertung, also die Chancenverwertung, obwohl wir die zweitmeisten Tore gemacht haben, aber es war trotzdem schon auch, wir haben es uns ab und an mal ein bisschen unnötig schwer gemacht. Wir haben die Spiele dann trotzdem gewonnen und das war wichtig. Ne? Und Hohe war sehr souverän, auch 3-0, Gott sei Dank dann auch mal in der Höhe, dann auch ein bisschen beruhigender. Über 90 Minuten hinweg einen super Job gemacht. Ich glaube, wir haben heute genau so gespielt, wie du im Heimspiel gegen Aue spielen musst. Auf der anderen Seite stehen aber auch schon 16 Latten und Pfostentreffer. Also da geht es manchmal um einen Zentimeter oder zwei Zentimeter und nicht bloß immer um Effizienz. Und ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit unserer Offensive. Ja, wir haben jetzt 37 Tore erzielt. Ich glaube, das ist nicht das Schlechteste. Warum hast du dich heute für Marius Funk und gegen Sascha Burchardt entschieden? Ich betone ja immer wieder, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir einen guten Zusammenhalt haben und dass wir jeden Spieler brauchen. Und wenn ich das meinen Spielern Woche für Woche sage oder Tag für Tag sage und sie dann nicht aufs Feld schicke, dann bist du irgendwann nicht mehr authentisch und dann glauben sie dir das auch nicht. Und deswegen war Funke heute auch mal an der Reihe und freut mich persönlich, dass er zu Null gespielt hat und ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, wir haben 3-0 gewonnen, wir freuen uns und nehmen das jetzt heute so mit und ab morgen freuen wir uns dann auf Bremen. In dieser Konstellation, was das Spielerpersonal betrifft, früh in Rückstand zu geraten, das Spiel zu drehen und zu gewinnen, ja, das ist unglaublich. Ja. Ich kann es nur immer wieder betonen, ja, großes Kompliment an meine Mannschaft für die Bereitschaft, für den Willen. Nimmst du das Wort Aufstieg jetzt in den Mund? Wir haben jetzt ein Hammerprogramm vor der Brust einfach. Ja. Es hat letzte Woche ja schon begonnen, ja, mit HSV Kiel, jetzt nach Hannover, dann kommt Bochum. Und wenn es irgendwann der Zeitpunkt, oder wenn dieser Zeitpunkt da ist und wir dann in Schlagdistanz sind, dann werden wir sicherlich auch uns dazu äußern. Aber aktuell ist es einfach viel zu früh.